So, nicht erschrecken, ihr seid im richtigen Kanal. Und ja, ihr habt richtig gesehen, es sind tatsächlich Klickgleise aufgebaut. Die Gleise, die ich so gut wie nie verwende, weil sie aus Plastik sind. Aber es gibt ja auch Fans der C-Gleise. Und es gibt auch Fans der C-Gleise, die gerne mit C-Gleis analog fahren möchten. Und da bildet sich mir, und beziehungsweise bin ich gefragt worden, gibt es ein kleines Problem. Und zwar, wenn du jetzt das C-Gleis hast, hast du ja bei den Weichen ein bisschen ein Thema. Weil du kaufst dir eine Weiche für 20 Euro und wenn ich richtig im Bilde bin, korrigiert mich, muss man noch einen weichen Antrieb dazu kaufen und man muss noch die Laterne dazu kaufen. Keine Ahnung, was es kostet, aber das erscheint mir doch ein bisschen teuer, wenn man beim M-Gleis alles schon drin hat. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, was macht man, wenn man jetzt schon ein Starter-Set gekauft hat? Digitales Starter-Set, aber eigentlich sagt, hey komm, digital, das wird wirklich richtig teuer. Es wird wirklich, also es ist um ein Vier-, ein Fünffaches ist alles teurer, wenn du eine Anlage baust mit digital. Was macht man, um dann eine Weiche dennoch zu elektrifizieren? Mann, oh Mann, oh Mann. Schwere Wörter. Und ich habe ein bisschen getüftelt und vielleicht ist es eine Möglichkeit für euch, eine C-Gleisweiche von der Ferne zu steuern, sicher zu steuern, ohne dass irgendwas schief geht. Ich zeige euch das gerade mal, was ich hier aufgebaut hatte. Ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit. Wir schwenken hier mal rum und zwar genau hier runter. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Wir haben einmal die Weiche und ihr seht schon, ich habe mich der RC-Technik bedient. Wir haben hier einen klassischen RC-Servo. Das ist in der Richtung jetzt ein Mini-Servo, es ist nichts Hochwertiges. Die Dinger kriegst du für 2 Euro, so ein Servo. Das ist wirklich nicht sehr teuer. Der Servo hängt an einem Draht, beziehungsweise andersrum erklärt, der Servo kann sich natürlich bewegen. Ne? Also wir lassen das jetzt mal laufen. Eine Richtung, andere Richtung. Na? So, der Servo hat hier diesen, ich muss auf einen Hebel. Den kann man einstellen, den kann man festschrauben. An dem Hebel ist ein Stück Draht. Dieses Stück Draht macht hier quasi eine Biegung. Und diese Biegung ist nur als Servo-Surfer da, beziehungsweise als Servo-Schützer. Oder halt, wie anders ausgedrückt, diese Servos haben extrem viel Kraft. Zu viel Kraft für eine Weiche. Und wenn jetzt der Servo vielleicht ein bisschen zu viel drückt, um die Weiche umzuschalten, seht ihr richtig, wie dieser Draht arbeitet. Der Draht zieht sich zusammen oder dehnt sich aus beim letzten Stück und schützt somit die Kunststoffteile, beziehungsweise die Weiche und den Servo vor Überlastung. Weil man beim Servo zwar alles so ein bisschen, also ganz, ganz divisil einstellen kann, aber bei der Weiche brauchen wir volle Kanne die Seite oder volle Kanne die Seite. Ja? Kann man sehr schön sehen, wie es hin und her klackt. Und dieser Draht ist ein Fahrdraht vom Falacar-System. Der Draht wird hier in einem Z, ich baue es gleich auseinander, wird hier im Z quasi hier reingebogen in das sogenannte Horn. Dann habe ich hier diese Biegung reingeknickt und weiter geht der Draht hierhin, wo vorher, na, wo ist das gute Stück? Da ist bei der handbetriebenen C-Gleisweiche ist hier so ein kleiner Hubbel, wo man hin und her bewegen kann. Mal gucken, habe ich den vielleicht hier reingeworfen, aus Versehen. Ihr seht, er ist so klein und die Platte ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es ist da schwer, etwas Kleines darauf zu finden, weil sie so viele Flecken hat. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, wenn ihr eine C-Gleisweiche habt, wisst ihr, was ich meine. Man kann dieses Teil einfach rausklipsen. Das hängt in diesen vier Nasen, hängt das drin und bewegt sich quasi so hin und her. Wenn man das rausmacht, hat man hinten unten eine Öffnung, die ist etwas länglich, die ist 2 mm. Und in diese Öffnung habe ich den Fahrdraht reingeklipst, indem ich ihn viereckig gebogen habe. Also ich, nur noch mal kurz, bevor ich alles zerlege, zeige ich euch das gerade mal. Hier kommt jetzt eine Lok und sie fährt geradeaus. Wunderschön. Wir lassen sie wieder rückwärts fahren. Und ich stelle die Weiche in die andere Richtung und die Lok fährt in die Richtung.
Keine Ahnung, wie viel, der elektrische Antrieb bei der C-Gleisweiche kostet. Aber das, was ich jetzt hier aufgebaut habe und was jetzt schon ziemlich lang getestet wurde, kostet der Akku 2 Euro. Der Akkutester kostet nochmal 5 Euro, da sind wir bei 7, 8 Euro. Also maximal. Also wenn man es einzeln kauft, sind wir bei 10 Euro. Es bewegt sich. Du kannst es auf die Ferne steuern und alles ist gut. Ja, deswegen ja, bin ich damit eigentlich sehr zufrieden. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich sage euch jetzt genau, wie ich es gebaut habe, wie die Teile aussehen. Man kann sie sich zurechtfummeln. Man braucht halt ein bisschen Fahrdraht und einen Servotester und noch ein Netzgerät. Das Netzgerät habe ich euch letztes Mal schon beschrieben. Aber wir machen das jetzt gerade mal ganz kurz im Einzelnen. So, fangen wir mal hier bei der Mechanik an. Unter der C-Gleisweiche ist eine Plastikabdeckung, die ist nur drauf gesteckt. Auf diese Plastikabdeckung habe ich mir ein Stück Kunststoff zugeschnitten und mit Doppelklebeband unten dran geklebt, dass ich da quasi eine sichere Plattform habe in Verbindung zu dem Servo. Als nächstes habe ich jetzt hier mal provisorisch, das kann man natürlich auch mit Sekundenkleber machen, den Servo hier drauf geklebt. Wir holen jetzt mal ganz vorsichtig diesen Draht heraus, sodass ihr sehen könnt, wie er gebogen ist. Der ist hier reingeklipst. Also, und den kann man so ganz vorsichtig. Normalerweise geht das ganz gut. Ja, genau. So ganz vorsichtig hier rausholen. Und ihr seht schon, wie der Draht aussieht. Der hat so eine viereckige Nase. Diese viereckige Nase, ich mache ihn mal ganz ab. Mal gucken. Ich hoffe jetzt sehr, dass der Fokus funktioniert. Diese viereckige Nase, die ihr hier seht, passt genau in diesen Schlitz herein, der da unten hin und her geht, um die Weiche zu verstellen. Dann, wie gesagt, haben wir hier, es ist egal wie lang, Hauptsache ihr habt so einen Knick drin, dass wenn es Zugprobleme gibt, dass der Servo, wenn er zu viel drückt oder zu viel zieht, dass es da eine Federmöglichkeit gibt. Das geht mit dem Fahrdraht sehr gut. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Auf der anderen Seite, modellbautechnisch immer so, gibt es ein Z. Ja? Dieses Z passt wunderbar. Ich nehme mal den Servo runter. Ich habe ihn jetzt nur mal festgeklebt mit Doppelklebeband. Das Z passt wunderbar in diese Hörnchen rein. Ja? Wird hier reingesteckt. Wir machen das jetzt gerade mal kurz. So. Ja? Und hat dadurch kann man bewegt sich das dann hin und her. Ja? So viel zur Mechanik. Ja? Ich glaube, soweit ist alles verstanden. Das Servo hängt an einem Servo-Verlängerungskabel. Also die Servokabel sind so lang. Macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn du auf die Entfernung ein Servo steuern möchtest. Deswegen gibt es hier dieses Verlängerungskabel, kann man kaufen. Man kann aber natürlich auch hier durchschneiden, die drei Kabel mit drei anderen Kabeln als Verlängerungskabel verlöten und dann kannst du so lang machen, wie du möchtest. Wir gehen mal weiter. So. Hier habe ich meine sogenannten Servotester. Es gibt verschiedene Servotester, aber alle Servotester haben eins gemeinsam, sie sind Standard und man kann sie alle sehr gut benutzen. Es steht überall relativ genau drauf, ja, S, Plus und Minus, weil wir haben immer bei jedem Servo haben wir drei Anschlusspunkte. Und in der Mitte ist immer Plus und Minus ist immer dunkel, also braun, wie beim Wechselstrom die Masse. Und der gelbe ist der zum Feststellen. Setzt man jetzt hier drauf. Das ist die eine Seite, das ist der Ausgang. Ja, ich schließe es mal an. Ihr könnt es jetzt nur hören. Mal gucken, ob ihr es auch sehen könnt. So, ob ich das noch hier rüberziehen kann. Ja, ich kann es hier rüberziehen. So, ich halte jetzt mal den Servo in die Kamera und drehe an dem Servotester. Und wenn ich an dem Tester drehe, dreht sich das Servo genau so, wie man das gerne hätte, wie man es gerne möchte. Ja. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe das schon mal ein bisschen gezeigt, so grob. Ach, den kann man ja noch mal festkleben. Ja, Doppelklebeband. So. Genau. Also bei dem Servotester geht einmal es raus zum Servo. Man kann hier drei Servos gleichzeitig anschließen. Das heißt, wenn man hier bewegt
könnte man noch zwei andere Servos anschließen und die bewegen sich dann genau gleich. Will man natürlich nicht, man braucht pro Weiche immer einen Servotester. Ja, einzeln gekauft kosten die Dinger 5, 6 Euro, man kann sie aber auch im Konvolut kaufen. 10 Stück sind wirklich nicht sehr teuer. Ja, was ganz lustig ist, man kann verschiedene Modi einstellen. Das ist einmal, wenn man drauf drückt, ist das Servo in der Neutralstellung. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann bewegt sich das Servo ständig hinterher. Ist vielleicht modellbahntechnisch ganz interessant, wenn es um irgendwelche Dauerbewegungen geht, die man gerne hätte. Irgendwelche wehenden Fahnen oder was auch immer. So, nochmal auf den Select-Knopf gedrückt und wir sind wieder im Standardmodus, wo wir ganz normal den Servo bewegen können. In den Servotester hinein kommt der Strom. Weil der Servo braucht Strom, der Tester braucht Strom. In dem Fall habe ich euch das gezeigt. Das sind ganz klassische LiPo-Stromkabel. Und die gehen jetzt hier, ich nehme nächstes Mal eine Vago-Klemme, aber die gehen jetzt hier an eine Lüsterklemme dran. An der Lüsterklemme habe ich ein Netzgerät, ein Netzteil drangehängt. Ich zeige euch das mal. Das hole ich jetzt mal raus. So, theoretisch müsste jetzt auch... Müssten auch alle Blinklichtchen jetzt ausgehen, so langsam. Und hier ist dieses Netzteil. Dieses hat, glaube ich, 15 Euro gekostet, aber das brauche ich sowieso für so viel. Für die LEDs haben wir das schon benutzt. Normalerweise sind dann hier irgendwelche Rundstecker dran. Man schneidet einfach diese Rundstecker ab und macht sich die Stecker dran, die man gerne hätte. Diese Servotester gehen bis 6 Volt. Also man muss 4,8 bis 6 Volt einstellen. Ich habe jetzt hier 4,5 eingestellt. 6 wäre korrekter oder 5. Hat damit was zu tun, dass man diese Servotester auch an Akkus anschließen kann im Modellbau. Also Bleiakkus mit 6 Volt zum Beispiel. Oder an diese 4er Akkupacks, wo es diese 4er normalen Zellen gibt mit 1,2 Volt. Dazu später aber mehr, wenn wir ein Modellbau-Special haben. Ja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnt haben. Falls jemand tatsächlich ganz verzweifelt ist und nicht weiß, wie er nicht digital, sondern wunderschön analog einen Weichenantrieb bekommt für eine C-Gleisweiche. In diesem Sinne... Habt eine schöne Zeit, trefft euch mit netten Menschen, trinkt einen Tee und ich freue mich aufs nächste Mal.